Wir sind hier heute bei den Tolino Story Days. Fühlt sich an wie was richtig Cooles, Großes, wo Autorinnen zusammenkommen, Autoren zusammenkommen, wo über das Buch gesprochen wird, die coolste Sache der Welt, für die wir ja alle brennen. Und es ist toll, davon teil zu sein. Ich begleite heute mehrere Autorinnen von uns, die hier bei dem Event dabei sind. Das war zum einen Miriam Georg, die hatte gerade einen spannenden Talk zum Thema historische Romane. Anja Omar, die heute Morgen einen New Adult Brunch hatte, also auch ein ganz schönes Konzept. Und jetzt gerade ist sie in einem Workshop, also ganz vielseitig, sowohl was die Genres und die Autorinnen angeht, als auch die verschiedenen Arten der Veranstaltungen, die hier stattfinden. Und deswegen sind wir hier sehr gerne dabei und es macht riesigen Spaß. Ich bin heute bei den Tolino Story Days und da bin ich hauptsächlich für euch als Moderatorin der Tolino Story Days Podcasts unterwegs, habe da viele spannende Leute interviewt. Gleich werde ich zusammen mit Annabelle auch noch den Escape Cube lösen. Der Escape Cube ist so ein bisschen wie ein Escape Room, außer dass es ein großer Würfel ist. Und wir müssen da irgendwie ans Ende kommen und alles in diesem Cube lösen. Ich finde gerade für ein virtuelles Event die Community so sehr besonders. Man fühlt sich immer ein bisschen komisch, wenn man nur in eine Kamera moderiert, so wie jetzt zum Beispiel gerade. Aber man weiß, dort sitzen Menschen und die lassen einen auch wissen, dass sie da sind. Die sind wach geblieben für Kai Meier bis Mitternacht und haben sich wach gehalten, um seine Lesung zu lauschen, waren heute aktiv dabei, stellen super spannende Fragen, die nochmal so ganz andere Einblicke in die Gespräche geben. Ich bin ja Tolino Markenbotschafterin und ich finde es super cool, dass ich hier sein darf bei den Tolino Story Days. Mein Highlight ist heute tatsächlich noch Sebastian Fitzek. Den mag ich sehr, sehr gerne. Ich habe viele Bücher schon von ihm gelesen und das wird, glaube ich, richtig gut. Wir hatten ja jetzt 24 Stunden volles Programm auf zwei Tage verteilt. Es war anstrengend, aber wunderschön. Es war total überwältigend, so viele Menschen in so kurzer Zeit zu treffen und jeder hat irgendwie eine spannende Geschichte zu erzählen. Ich habe einmal fast geweint, als Hera Lind so ein bisschen berichtet hat, wie sie ans Geschichtenschreiben rangeht und wie sie diese Tatsachenromane schreibt und Geschichten von anderen Frauen erzählt. Besonders begeistert haben mich auch so Thriller-Autoren, die ich zwar lese, aber sehr selten. Veit Etzold, der plötzlich seine Warhammer-Figur ausgepackt hat, das fand ich super sympathisch. Ich war bei den Tolino Story Days, hat großen Spaß gemacht hier. Ich war wahrlich schon in vielen Fernsehstudios. Hier war es gemütlich, hier war es sehr menschlich. Ich habe mich wohlgefühlt. Eigentlich wären solche Sendungen Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Schön, dass ihr denen mal zeigt, wie sowas geht. Ich habe super viele Eindrücke bekommen. Ich habe tolle Autorinnen und Autoren getroffen, die ich persönlich auch sehr, sehr schätze. Das fand ich sehr, sehr schön und fühle mich sehr, sehr gut aufgehoben. Das heißt, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder.